Death Note zählte ohne jeden Zweifel zu den beliebtesten Anime- und Manga-Serien überhaupt. Das dürfte bekannt sein. Doch sind diese 10 Dinge rund um die Erfolgsserie auch bekannt? Checkmate. A battle of wits. The suspense builds from the previous Death Note, as all questions are answered in the much-anticipated sequel. I'll be your eyes from now on. Death Note ist nicht nur einer der weltweit bekanntesten Mangas, sondern eignet sich wegen seines erwachsenen und bis auf die Shinigami doch recht bodenständigen Stils auch besonders gut für Realfilmumsetzungen. Die erste mit dem simplen Titel Death Note erschien 2006 noch vor dem Anime und der Nachfolger Death Note The Last Name, hier gerade im Bild, folgte kaum 4 Monate später. 2008 setzte man dann noch einen dritten japanischen Film mit der Adaption der Light Novel L Change the World obendrauf und ein weiterer wurde für 2016 angekündigt. Im Jahr 2008 erwarb Warner Brothers die Rechte an einer englischsprachigen Filmumsetzung und seitdem brodelt die Gerüchteküche, ähnlich wie bei den geplanten Verfilmungen von Neon Genesis Evangelion oder Cowboy Bebop. Nach momentanem Stand erwartet uns irgendwann in den nächsten Jahren eine amerikanische Version unter der Regie von Adam Wingard mit Ned Wolf als Light. Im Jahr 2015 lief parallel zu einer japanischen Live-Action-Serie auch noch ein Musical zum Manga in Japan und Südkorea. Das Ende von Death Note hat, wie man es von einem solchen Anime erwartet, zu vielen Diskussionen und Theorien geführt, was noch dadurch verstärkt wird, dass es 3 unterschiedliche Versionen gibt. Das eigentliche Ende wird zwar nur geringfügig verändert, doch womit man das Publikum nach Abschluss des Falles Kira entlässt, wechselt mit jeder Veröffentlichung. Der Manga zeigt so etwa den Kult, der sich um den mysteriösen Massenmörder nach dessen Tod gebildet hat, darunter auch ein Mädchen, das fälschlicherweise oft für Misa gehalten wird. Im Anime hingegen sieht man den Selbstmord eines Mädchens, das eindeutig Misa ist, und der als OVA erschienene Director's Cut geht sogar so weit, einen neuen Shinigami zu zeigen, der Light so verdächtig ähnlich sieht, dass man es gar nicht für einen Zufall halten kann. Und wenn man dann noch die Realfilme, Fernsehserie und das Musical mit all ihren eigenen, teilweise vollkommen anderen Enden hinzuzählt, passt einfach nichts mehr zusammen. Die Version von Death Note, wie wir sie alle kennen, ist nicht die erste Umsetzung des Konzepts. Anfang 2003 erschien ein One-Shot im Shonen Jump, in dem der Mittelschüler Taro Kagami ein Death Note findet. Die Grundzüge des Settings sind, wie wir sie kennen, und sogar Ryuk taucht schon auf, aber andere Elemente wie das Radiergummi, mit dem man Opfer des Death Note wieder zum Leben erwecken kann, erscheinen doch etwas fremd. Außerdem ist Taro eine deutlich andere Art von Held als Light, denn nicht nur tötet er aus Versehen die Mitschüler, die ihn gemobbt haben, sondern bereut auch seine Taten sehr schnell. Die Story war ein großer Erfolg, sodass den beiden Schöpfern schnell die Erlaubnis gegeben wurde, eine längere Geschichte mit der gleichen Prämisse zu schreiben, dieses Mal nur komplexer und mit einem, wie Ryuk sagen würde, interessanteren Helden. Ground. There are plenty of things this world could do without. Immorality. Sin. Crime. It's time for a change. Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, was Lights Nachname Yagami rückwärts gelesen heißt, aber dem Vornamen wird für gewöhnlich weniger Beachtung geschenkt. Raito, wie der Held des Manga im Japanischen ausgesprochen wird, kann nämlich nicht nur Light heißen, sondern auch Right, so wie richtig oder eben recht, also ziemlich genau das, was er zu sein glaubt. Ein ähnliches Problem ist übrigens auch schon bei der Lokalisierung von Mega Man mit Dr. Light bzw. Right aufgetaucht. Bei
Bei L ist das alles etwas einfacher, denn er heißt mit echtem Vornamen immer noch L. Sein Nachname Lawlight macht dann aber schon wieder deutlich mehr Probleme und das nicht nur, weil hier die Sache mit Light und Right noch einmal anfängt, sondern auch, weil einfach nicht klar wird, ob das Gesetz lügt, gelogen hat, belogen wird oder ob der Name sogar gar nichts mit den Gesetzen und Lügen zu tun hat. Aber bei so einer passenden Beschreibung des Meisterdetektivs kann man sich das doch nur sehr schwer vorstellen. I am Justice! Kill me if you can! Sagt euch der Name Matt etwas? Mit kaum einer Minute Screentime ist er die am kürzesten auftauchende namentlich genannte Person im Anime. Und in seiner einzigen Sprechszene wird der gute Matt auch noch erschossen. Armer Kerl. Obwohl er auch im Manga nicht viel häufiger auftaucht, hat sich um die Figur ein wahrer Fankult gebildet. Ob es nun um seine Beziehung zu Mellow geht, seinen Modesinn oder um die Zigarettenmarke, die er raucht, alles wird vielfach diskutiert und in Hunderten von Fanfictions verarbeitet. Auch die Frage, ob man seinen echten Namen Male Chivas als Male oder Mile Chivas ausspricht, spaltet die Fanbase und noch entscheidender ist nur, ob sein Shirt weiß-schwarz wie im Manga oder rot-schwarz wie im Anime sein soll. Leider konnte bis jetzt keine Antwort auf irgendeines dieser Rätsel gefunden werden, ebenso wenig wie darauf, warum man sich diese Fragen überhaupt stellen sollte. Tag für Tag. Immer wieder die gleichen furchtbaren Nachrichten. Was für ein gottverdammter Wahnsinn. Die ganze Welt. Verkommt. Als Light das Death Note in die Hände bekommt, scheint alles noch so einfach. Man schreibt einen Namen hinein und die entsprechende Person stirbt. Es dauert jedoch nicht lange, bis unzählige weitere Regeln dazukommen, die alles deutlich komplizierter für den angehenden Massenmörder machen. Von den wirklich komplizierten Regeln blieb er jedoch verschont. Einen 124-Jährigen zum Beispiel hätte er nicht töten können. Genauso wenig wie ein Kind unter 2 Jahren. Und wenn jemand anders innerhalb von 60 Millisekunden nach ihm den gleichen Namen in ein anderes Death Note schreibt, funktioniert es ebenso wenig. Wenn man den Namen des Opfers 4-mal falsch schreibt, wird es gegen den Effekt des Todesbuchs immun und wenn man es mit Absicht tut, stirbt man als Benutzer sogar selbst. Ob jemals geplant war, irgendeine dieser Zusatzregeln in die Handlung einzusetzen oder wie jemand sonst auf sie kommen könnte, wissen wahrscheinlich nur Ober und Oberta. Ich habe den Verdacht, dass du Kira sein könntest. Ich soll böse sein. Ich bin gerecht! Das wahrscheinlich größte Rätsel, das sich um Death Note drängt, betrifft weder die Welt noch die Handlungen, auch nicht die Charaktere, sondern die Macher selbst. Genauer gesagt Autor Tsugumi Oba. Während nämlich Illustrator Takeshi Obata auf eine bis in die 80er Jahre zurückreichende Karriere als Zeichner zurückblicken kann, ist die zweite Hälfte des Duos bisher nur mit Death Note, Bakuman und Platinum End sowie dem One-Shot Skip Yamada-kun in Erscheinung getreten. Das Einzige, was sich über ihn sicher sagen lässt, ist, dass er oder vielleicht auch sie die eigene Identität akribisch geheim hält, was bei vielen sogar die Vermutung aufkommen lässt, dass sich hinter dem Namen womöglich ein anderer bekannter Künstler verbirgt. Manche der bislang erläuterten Fakten werden denjenigen, die aufmerksam den 13. Band des Mangas gelesen haben, bereits bekannt vorkommen. In diesem letzten Volume, das gewissermaßen einen Bonus zur eigentlichen Geschichte darstellt, wird wie in einer Enzyklopädie über alles aufgeklärt, was man schon immer über Death Note wissen wollte und noch über einiges mehr. Zusätzlich war in der japanischen Veröffentlichung des Bandes noch ein ganzes Set Fingerpuppen enthalten, wie sie Nier häufig trägt. Und man muss wirklich sagen, dass sie genauso hübsch sind wie die Originale. Leider blieben die Püppchen Japan-exklusiv. Die
Administrators didn't find any weapons on the student, but they did find this book. It's a book called Death Note. It's kind of a Japanese-style comic book that is very dark. The book talks about, quote, suicide as a valid cause of death. With it, a journal of sorts, also titled Death Note. Das Death Note ist ein ziemlich geeigneter Gegenstand, um eine Story darauf aufzubauen, aber es sieht auch einfach so cool aus. Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass das bei weitem beliebteste Merchandise zum Manga das Notizbuch selbst ist. In manchen amerikanischen Schulen ist es bloß überhaupt nicht gut angekommen, dass Schüler etwa die Namen ihrer Klassenkameraden, Lehrer oder Justin Biebers mitsamt Todesart in ihren Death Notes hinterließen, sodass mindestens ein Dutzend angehender Kiras direkt ihrer Schulen verwiesen wurde. In China ging der Trend, unter Schülern Namen von Lehrern in selbstgemachte Death Notes zu schreiben, sogar so weit, dass die Reihe erst in vielen Städten, dann mehreren Provinzen und vor kurzem im ganzen Land verboten wurde. In Florence, Marilyn Resendez, ABC 15 News. Auch echte Verbrechen wurden schon mit Death Note in Verbindung gebracht. Im September 2007 fand die belgische Polizei in einem Park in Brüssel zerstückelte Leichenteile versehen mit einer Notiz, auf der falsch geschrieben Watashi wa Kira des stand, also übersetzt Ich bin Kira. Während die Ermittler einen psychopathischen Serienkiller hinter dem Gekritzel vermuteten und lange im Dunkeln tappten, stürzte sich die Presse sensationsversessen auf den Fall und machte ihn als Manga-Mord, auch außerhalb Belgiens bekannt. Erst 2010 wurden drei Verdächtige gefasst und im Jahr 2013 schließlich verurteilt. Es stellte sich heraus, dass sie das Opfer in einem Streit getötet hatten und der Mord nichts mit Death Note zu tun hatte. Die Notiz sollte lediglich dazu dienen, die Behörden zu verwirren, was zumindest kurzzeitig auch gelang. Außerdem ist zu vermuten, dass die Tat Tsugumi Oba dazu veranlasste, ein ganz ähnliches Ereignis in den Manga Bakuman einzubauen, in dem die beiden Helden, zwei angehende Manga-Künstler, sich plötzlich damit auseinandersetzen müssen, dass jemand die Verbrechen, die sie in ihrem Manga beschreiben, tatsächlich nachahmt. Ihr kennt noch mehr lustige, skurrile oder wissenswerte Fakten zu Death Note? Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen nach oben da. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. Wata!